sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singing, favorite season, sleigh bells ringing. Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 8. Kinder sind hier schon am Adventskalender am Öffnen. Das Erste, was gemacht wird. Kinderlipgloss. Da ist ein Auto drin von ein Automann. Ein Schokolade. Ja, Oskar ist blau und grün. Gut. Ja, die macht hier schon Party. Party, Party. Einmal in deine Gummistiefel. Mama, da ist lecker mit den Liegen, die sind. Mit Krokant? Mhm. Vorsichtig. Könntest du mal einsteigen? Mama, ja. Bettwäsche muss ich noch für Jaris Krippe mitnehmen. Da ist immer Bettwäsche wechseln, dann müssen wir neu beziehen jetzt. Handschuhe. Wie das Rucksack. Oder geht es am Ende mit Sack und Pack los? Die Kinder sitzen jetzt gerade schon im Auto bzw. steigen ein. Die Kinder sind jetzt im Kindergarten und ich warte hier eben, dass die Post aufmacht. Ich habe nämlich keine Lust, nachher nochmal los zu müssen. Deswegen warte ich jetzt hier einfach eben die Viertelstunde. Ich habe aber auch noch eine 14-minütige Sprachnachricht von meiner besten Freundin. Da werde ich die Zeit jetzt eben nutzen und die anhören. Wenn ich dann gleich zu Hause bin, eben mit Bruno gehen und den Vlog von gestern fertig schneiden und mal gucken, was wir denn vormittags noch so schaffen. Erstmal wieder hier in die warmen Hausschuhe schlüpfen. Ich war nämlich gerade mit Bruno. Und jetzt muss ich mich erstmal hier um das Chaos kümmern, bevor ich mich jetzt an den Vlog von gestern weitersetze, weil wenn das so chaotisch um mich herum ist, kann ich nicht gut arbeiten. Von daher, ja, räume ich das jetzt mal eben weg, räume nochmal eben in der Küche auf und dann... Ja, geht's ans Video nochmal von gestern. Hier steht noch alles. Und dann müsste ich auch nochmal den Haushalt danach machen. Das sieht doch gleich viel besser aus. Das Einzige, was ich nachher machen muss, ist noch Wäsche. Ansonsten setze ich mich jetzt erstmal hier an den Vlog. Ich hoffe, der Tee schmeckt. Ich habe den noch gar nicht probiert. Das ist irgendwie so ein weißer Tee mit Himbeere. Roch aber ganz gut. Und ich glaube, die nehme ich mir auch noch mit. So. Dann machen wir erstmal eine Runde arbeiten. Zum Glück muss ich jetzt nur noch die Hälfte des Vlogs schneiden. Ich habe gestern nämlich noch angefangen damit. Ich saß aber auch bis 2 Uhr nachts wieder hier und dann sind mir irgendwann die Augen zugefallen und ich dachte, das macht keinen Sinn, dann arbeite ich auch unsauber und dann passiert sowas, dass ich wieder eine Sequenz übersehe mit der Zensur und nee, deswegen mache ich jetzt weiter. Ich habe jetzt aber auch nur noch 1,5 Stunden, dann muss ich schon wieder los Jari abholen. Von daher wird es eine knappe Nummer hier mit Vlog und Haushalt. Den muss ich heute in jedem Fall machen. Nachmittags mal mit den Kindern, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Deswegen... Let's go! Boah, ich hoffe, die Mandarine schmeckt. Das ist so eine Hassliebe bei mir. Wenn es richtig leckere Mandarinen sind, liebe ich's. Aber wenn man so wabbelige, komische hat, esst ihr die Mandarine mit diesem ganzen Weißen drum? Oder seid ihr so wie ich und pullt das möglichst viel ab? Da ist auch viel drin. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt eine Mandarine gegessen habe. Bestimmt auch schon eine Weilchen her. Wir kaufen selber auch nie welche, weil die Kinder mögen es gar nicht so. Jürgen ist das, glaube ich, auch nicht. Daumen drücken, dass sie schmeckt. Mmh. Dafür würde ich eine Kiste kaufen. So müssen wir darin schwimmen. Vlogmas Tag 7 lädt hoch. Das läuft.
Ich mache mich, glaube ich, nicht erst an die Wäsche, weil das kann ich immer noch gut heute Abend machen. Ich will jetzt erst saugen. Ja, saugen ist das Wichtigste. Vor allem hier in Brunis Ecke. Und ich weiß nicht, ob Oskar gerade auch in seiner Kuschelhöhle liegt. Oh ja, Oskar, der schläft. Der klaut nämlich auch super gerne hier immer Brunos Hundebett. Ne? Deswegen haben wir ihn hier nebengestellt. Und hier müssen wir jetzt aber auch erstmal saugen. Ja, wir lieben viele, viele Tiere. Ich gleich los muss Lari abholen. Aber es kam jetzt gerade das Paket an. Das ist jetzt nochmal die Winterjacke, eine Nummer kleiner. Und ich hoffe so sehr, dass sie jetzt richtig passt und mir gefällt. Ansonsten wird es jetzt langsam knapp vor Norwegen. Hab mal im Spiegel geguckt, ich glaube, den behalte ich. So sieht er jetzt hier nochmal kleiner aus. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Und ja, es ist halt ein Daunenmantel, ne? Aber der soll ja auch dick und warm sein. Ja, doch. Gefällt mir gut. Den behalte ich jetzt. Ich finde die Länge auch schön. Nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Ja, Farbe ist mal irgendwie was anderes und passt, wie gesagt, glaube ich, sehr gut zu den Winterstiefeln, die ich euch jetzt ja auch in einem der letzten Vlogs gezeigt habe. Kapuze ist auch schön groß. Ja, der ist es. Die Jahre jetzt noch eben zu kaufen. Ich brauche ein paar Sachen. Und was hast du dir ausgesucht? Geil. Natürlich, ne? Marvel. Ich mag die Kängurus nicht. Aber weißt du, wer die richtig gerne mag? Ja. Mama. Oh. Und hier. Wow. Schick. Und ich habe. Das sind die paar Sachen, die wir jetzt eben bei Kaufland noch geholt haben. Und das genau, die auch. Neuen Pfannen. Und so ist nicht kaputt. Dann habe ich die gesehen und gedacht, ich nehme die jetzt mit. Genau, eine normal große und eine Grillpfanne wollten wir nämlich auch gerne haben. Und diese da. Genau, diese auch. Dann haben wir noch so Lammfell Sohlen zum Einlegen und das geholt. WC-Reiniger, Tortilla-Chips, Guacamole, Ingwer-Shot, zweimal Eistee, schon wieder Ofenkäse. Dann steht hier, glaube ich, wieder eine Sucht. Und zwei kleine Joghurts. Genau, und die Jumpies, die waren nämlich im Angebot. Oh, ich liebe die. Die habe ich in der Schwangerschaft von Yari total gesuchtet. Die beiden haben eine Höhle gebaut. Und ich soll jetzt gucken kommen. Hier ist unsere Höhle. Ah. Und wir haben noch einen Spielzeugschrank. Hier. Mama, kommst du rein? Wie komme ich denn durch? Rübersteigen. Rübersteigen, okay. Dann wird hier mal Mucke gespielt. Hier ist der Spielzeugschrank. Ah, Mensch, das gibt's hier nicht. Alle unsere Lieblingsspielzeuge sind da drin. Mal schauen, was wir heute noch machen. Absolutes Regenwetter gerade. Ist auch richtig düster, obwohl es noch nicht mal 14 Uhr ist. Ja, gibt's ganz viele Regenpfützen jetzt, ne? Kann ich mir die Höhle noch dunkler machen? Guck mal, wie das regnet. Das ist richtig so Schneeregen oder fast so ein bisschen Hagel. Das ist kein gemütliches Wetter. Wobei doch, irgendwie ist es schon gemütlich, wenn wir hier drin sitzen, oder? Und rausgucken können. Mhm. Hier wird jetzt gerade fleißig gebastelt. Mila bastelt Weihnachtskarten und Yari. Und ich bastel Schmetterlinge. Ein Schmetterling. Ein Stern bastelt Yari. Das ist auch gut. Ich schickst unseren Nachbarn eine Karte, ich will ja? Die einfach behalten. Und einen Weihnachtsbaum aufhängen. Die Weihnachtskarte? Mhm. Okay. Ein Loch rein stechen und zack, aufhängen.
Jetzt kannst du das noch ausschneiden. Da steht frohe Weihnachten. Mila hat hier eine Weihnachtskarte gebastelt. Und Jari hat in der Zwischenzeit auch hier irgendwie alles gegeben. Einen Schnipselberg veranstaltet. Oh Jari, jetzt bitte nicht das ganze Altpapier rausholen. Jari räumt das ganze Altpapier raus. Wir wollen eigentlich die ganzen Sachen mal eben wegräumen. Na Jari? Kinder essen jetzt gerade Abendbrot und ich gucke gerade, dass ich meine Sachen hier zusammensuche. Ich habe nämlich heute noch eine Foodsharing-Abholung und will mal eben meinen Foodsaver-Ausweis, den ich mittlerweile habe, an ein richtiges Schlüsselband machen. Ich hatte nämlich lange keins und dann habe ich alternativ erstmal einen Schnürsenkel genommen. Ist aber irgendwie nicht ganz so geil. So ein richtiges Schlüsselband. Dann doch besser. So, und dann komme ich und sage, hey, ich bin von Foodsharing. Ich sitze im Auto, war gerade schon im Weserpark drin, musste dann noch was besorgen und jetzt warte ich, dass hier die Zeit umgeht, dass ich gleich hier meine Foodsharing-Abholung machen kann und dann düse ich schnell nach Hause. Mal gucken, was jetzt heute dabei ist und dann gibt es gleich zu Hause Ofenkäse. Da freue ich mich besonders drauf. Ich sitze wieder im Auto, es war eine Mini-Abholung, es gab ein paar Brötchen und Bratwürste. Ich mümmel hier gerade schon eine. Und düse jetzt nach Hause und dann gibt es den Ofenkäse. Da habe ich schon mal so ein kleines Armbrot vorweg. Sehr lecker. Ja, und was ja auch immer super ist, also wenn wenig abzuholen ist, ist immer gut, ne? Weil dann haben die Läden oder die Restaurants oder wo auch immer man abholt, halt wirklich gut kalkuliert. Das ist ja das, was wir wollen. Es wird nicht so viel weggeschmissen. Und ja, von daher hat das super gepasst, weil ich sowieso hier war. Und jetzt geht's ab nach Hause. Und damit beende ich den Vlog auch an dieser Stelle, bevor ich jetzt hier weiter rummümmel. Mit euch schnacke. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.